Seit der neuen Saison ist Matthias Sammer zurück bei Borussia Dortmund. In den kommenden Jahren soll er dem Bundesligisten als externer Berater zur Seite stehen. Der ehemalige BVB-Trainer glaubt an die große Strahlkraft des Vereins und will wieder zum Dortmunder Ursprung zurückkehren. Entscheidend ist, dass sich die Borussia selbst besinnt, was sie stark gemacht hat, wofür der Verein steht, sagt Matthias Sammer laut Bild. Der BVB sei ein großes Stück Fußballgeschichte über mehrere Generationen hinweg. Man müsse sich auf die Kraft des Stadions und der Fans besinnen. Dem als Spieler und Verein zu dienen, wenn man das schafft, wird man Erfolg haben. Neues Gewinnspiel Folge at 90 Minuten. Geh auf Twitter und retweet diesen Tweet, um ein Bundesliga-Trikot deiner Wahl zu gewinnen. Das Gewinnspiel läuft bis zum 24. August. Der Gewinner wird automatisch ermittelt und anschließend bekannt gegeben. pick.twitter.com/mecker6ccg5kl 90 Minuten at 90 Minuten. Der 13. August 2018 Sammer soll Borussia Dortmund mit seinem großen Erfahrungsschatz weiterhelfen. Der 50-Jährige blickt auf eine ereignisreiche Vergangenheit zurück, sowohl als Spieler als auch Trainerfunktionär. Beim BVB sowie dem VfB Stuttgart stand Sammer an der Seitenlinie, später war er als DFB-Sportdirektor und Sportvorstand des FC Bayern aktiv. Seine Arbeit beim BVB beschreibt der gebürtige Dresdner wie folgt in einer großen Runde mit AKI Watzke, Michael Zorc, Sebastian Kehl, Trainer Lucien Favre und mir tauschen wir uns über alles aus, was ansteht. Sammer mache das sehr gerne, sei gleichwohl aber ein freier Mann. Vertraglich beschränkt es die Zusammenarbeit des ehemaligen Profis und des Bundesligisten nicht.